Danke für die lange Aufmerksamkeit. Der Tag dauert ja schon wirklich lang, 13 Uhr. Ich hoffe, es sind noch genügend da zum Mithören. Ich möchte vorstellen, eine Diplomarbeit im Vorjahr über die Meschegärung und Saftgärung, also versus Saftgärung bei Aromasorten, gelben Muscatella und Traminer. Und da hat sehr also sehr eifrig daran gearbeitet, die Anna Hess, die ich da erwähnen will. Und ich danke auch der IT, die sie meinen Vortrag hier, die dann weiterschalten wird, weil das ein bisschen einfacher ist. Geht das jetzt? Ja. Ja. Im Prinzip sprechen wir ja auch immer wieder bei Weißweinmeischegärung von einem Orange Wein. Der Begriff ist nicht immer so positiv besetzt, weil ja viele Weine auch nicht so positiv angenommen werden im Orange-Wein-Bereich. Trotzdem bezeichnet er quasi Weißwein mittels Maischegärung hergestellt. Das ist eine ursprüngliche Art, Wein zu erzeugen. Man hat da Untersuchungen oder historische Dinge entdeckt, 4.500 bis 5.000 Jahre aus Georgien. Und das ist jetzt also wieder modern geworden. Was tut sich da kellerwirtschaftlich? Ich komme ja von der Kellerwirtschaft. Wenn die Weißweinmeische gärt oder auch die Rotweinmeische gärt, dann ist sie danach leichter pressbar. Die Enzyme die Pektine werden durch Enzyme, das ist jetzt falsch ausgedrückt, die Pektine werden durch Enzyme schneller abgebaut. Bessere Haltbarkeit ohne SO2, das wird also immer wieder vorgegeben. Intensiveres Gelb bis Orange kommt bei Weißweinen jetzt dann vor. Ich möchte aber auch natürlich jetzt auch sagen, dass es nicht jetzt hier in dieser Arbeit geht um hundertprozentig Orangewein, aber in der kellerwirtschaftlichen Praxis wird natürlich auch sehr gerne von Mischformen gesprochen oder werden Mischformen hergestellt. Ob das jetzt eine kürzere Angärung nur auf der Maische ist, wo ich natürlich nicht diese hohen Farb- und Tanninwerte zustande bekomme oder ob es Rückverschnitte mit Saftgärungen sind. Also das ist jetzt in dieser Arbeit nicht so beleuchtet, aber das sollte hier also aber trotzdem auch gesagt werden, dass es nicht in hundertprozentige Maischegärung geht. Danke. Es gehört auch gesagt, dass natürlich die Orange-Wein-Bewegung sehr stark vom biodynamischen Anbau kommt. Es geht da in ein paar Stichworten, das ist nicht vollständig, aber es geht natürlich hier um eine andere Methodik im Anbau, um andere Formen, weinbaulich und kellerwirtschaftlich. Es geht oft um die Wertigkeit des Produktes. Oft wird Sensorik nicht so wichtig geschrieben, aber vielleicht ein paar Stichwörter in diesem Fall möchte ich hier bringen. Förderung der Bodenqualität, Begrünungen, Förderung der Bodenvitalität und Abwehrkräfte durch Stärkungsmittel sind im Anbau hier, werden hier immer wieder gemacht. Kräuterpräparate, Kompost, Schachtelhalmen und so weiter, Brennnessel. Und wenn man diese Weine jetzt sozusagen hernimmt, dann sind sie geprägt durch Verzicht eben auf chemische, synthetische Stickstoffdünger, auf Verzicht von Herbiziden, Insektiziden und so weiter. Sie kennen das. Teilweise auch mit Mondphasen und so weiter. Biodynamischer Anbau ist eine spezielle Wissenschaft, die man sich wirklich also sehr lange, die man sehr lange hier lernen muss oder lernen muss, wenn man das will. In der Kellerwirtschaft schaut es anders aus als wie in der herkömmlichen Kellerwirtschaft. Es gibt ja verschiedene biodynamische Verbände, ob das jetzt zum Beispiel Demeter oder Respekt Biodyn ist. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die Weine zu behandeln, aber natürlich einige Dinge, die hier sozusagen nicht verwendet werden, sind hier aufgezeichnet. Reinzuchthefe soll also hier nicht verwendet werden oder darf eigentlich auch in Ausnahmefällen verwendet werden. Geringere Anreicherung ist erlaubt. Metabensäure zum Beispiel ist nicht erlaubt, weil das alles weinsteinmäßig durch Kühlung gemacht werden soll, durch natürliche Kühlung. Die Weine sind oft unfiltriert
haben geringere SO2-Werte, haben auch niedrige Grenzwerte in ihren Verbänden vorgeschrieben. Und das Ganze bringt jetzt im Idealfall tiefe, komplexe oder vom Terroir geprägte Weine. Ich weiß, dass diese Folie sicherlich manche Diskussion hier anregen wird, aber nur das als Vorspann sozusagen, was stellen sich Fans von Orange Wein vor, nämlich auch das, was hier sozusagen im Vorspann passiert. Ich darf jetzt in der weiteren Folie auf unseren Versuch abzielen. Und zwar haben wir aus 400 Kilo, etwa 400 Kilogramm gelber Muscatella und Traminer, wie hier auf den Fotos zu sehen ist. Also beim Traminer waren es eine Mischung von gelben und roten Traminer und beim gelben Muscatella eben eine Variante, haben wir Weine erzeugt. Also das Gute in diesem Fall ist, dass also das Positive ist, dass wir hier das aus einem Traubenmaterial diese komplett unterschiedlichen Weine herstellen konnten. Das heißt, sie sind absolut vergleichbar. In unserer Mikrovinifikation mit Rebler, kleinen Rebler, Förderband, haben wir zunächst einmal eine Maische hergestellt, haben diese dann geteilt und haben, wie man am nächsten Bild sieht, haben dann können wir weiter tun? Ja, haben dann hier die Werte. Gelber Muscatella hat 17 Grad KMW gehabt, Säure von 10, das 3,1 pH, Traminer 18,7, also diese Mischung der gesamten Maische 18,7 Grad KMW, 6,6 Gesamtsäure und 3,14 pH-Werte, also eigentlich durchwegs schöne Gradationen, um ohne Anreicherung hier auf schöne Werte zu kommen und auf schöne Weine zu kommen. In der nächsten Folie sieht man dann die Verarbeitung, Pressen, Tankpresse, Hydropresse. Im Fall der Reinzuchthefe bei der Saftgärung haben wir diese RC2 oder 12 verwendet und die Untersuchungen wurden mit FDR-Analyse gemacht. In der Folie sieht man jetzt sozusagen die unterschiedliche Behandlung. Wie schon gesagt, ob das jetzt Traminer oder gelber Muscatella war, die Weine wurden, die Trauben wurden gerebelt, wurden gleichmäßig aufgeteilt. Das ist das Maischeaufteilen eine sehr heikle Arbeit, weil man ja dieselben Schalenanteile drinnen haben muss. Auf die Tankpresse und hier wurde der, wenn Sie so wollen, hier normale Saft herausgepresst und hier in Glasballons dann Weißwein der herkömmlichen Art und Weise hergestellt. Auf der anderen Seite haben wir größere Einheiten mit Maischegärung und diese Maischegärung, als sie zu Ende war, wurde dann, also die Maischegärung wurde voll durchgeführt bis zum Ende des Zuckers, Hydropresse und die Weine wurden dann im Glasballon voll, ohne sozusagen Schwefelung, also auf der Hefe belassen, mehrere Wochen aufgerührt und erst 2 Monate nach der Produktion geschwefelt und im Jänner des Vorjahres gefüllt. So kann man sich etwa vorstellen, und hier die herkömmliche Saftgärung, also keine Maischegärung, Saftgärung, so wie es wir bei unserer Mikrovinifikation machen. Nach Gärende wird von der Hefe abgetrennt, wird filtriert und der Wein wird geschwefelt mit 60 Milligramm. Dasselbe beim gelben Muscatella. Und jetzt kann man dann sehen, die Analysenwerte, die sind sehr interessant. Wir haben hier zu den FDR-Werten auch Gesamtphenole gemacht und natürlich Wein, Äpfel und Milchsäure uns angeschaut. Also nach Ende der Gärung haben wir
Hier bei den ersten beiden Weinen, das sind immer zwei Wiederholungen, gelber Muscatella Saftgärung, die ersten zwei Zeilen gelber Muscatella Maischegärung, Alkoholwerte von etwa 11,5, 11,8. Die Saftgärungen sind sozusagen bei 2 Gramm, das ist nicht sehr viel, haben die Gärung beendet. Restzucker war dann bei Maischegärung nicht mehr nachweisbar. Allerdings ein ganz gewaltiger Unterschied bei der Gesamtsäure, während sozusagen die Jungweinschwefelung und die Gärung einen PSA verhindert hat, war während der Maischegärung bzw. nachher durch das Aufrühren der Hefe ein PSA vorhanden, ein starker PSA vorhanden. Auch die Weinsäure ist etwas tiefer, weil natürlich auch hier mehr Kalium durch die Schalen extrahiert wurde und vielleicht also mehr Weinstein ausgefallen ist. Aber ganz interessant sieht man es bei der Äpfelsäure. Also der Jungwein hat hier 9,4 Säure, ist sehr sauer. Muscatella ist manchmal in Klosterneuburg sehr hoch in der Säure, hat Äpfelsäurewerte von 3,7, keine Milchsäure, also der klassische Wein ohne PSA, während die Maischegärung hier einen starken PSA bis zum Ende der Äpfelsäure und den dementsprechenden Aufbau der Milchsäure bis zu 3 Gramm hatte. Das ist natürlich ein wesentlicher organoleptischer Unterschied, wenn man diese Weine dann kostet, dass die also ganz anders sich darstellen. In diesem Fall möchte ich fast sagen, war die Saftgärung fast ein bisschen zu hoch in der Säure für das Genießen eines solchen Weines. Flüchtige Säure nur merkbar höher. Gesamtextrakt natürlich durch die höhere Säure wesentlich höher bei den Saftgärungen. Und jetzt die Gesamtphenole, und das ist das, was also sehr viel ausmacht sensorisch. 60, wir wissen, 60, 70, 80 Milligramm sind bei Saftgärungen bei sehr schonender Verarbeitung möglich. Und bei Maischegärungen eben 180, das Dreifache. Und bei Traminer noch viel mehr. Ja. Bei den Traminer jetzt vielleicht nochmal durchsieht, 13 Volumenprozent, 12,8 Volumenprozent, alles an Zucker ist vergoren. Die Gesamtsäure, auch hier ein merkbarer PSA, bis auf 4,3 Gramm runter, 4,5 Gramm, mit keiner Äpfelsäure und keiner und dementsprechender Aufbau von Milchsäure. Das heißt, dieses Aufrühren der Hefe, wie es im Natural Wine oder im Orange Wine vielleicht auch immer wieder gemacht wird, um eben die eigenen Mikroorganismen hier arbeiten zu lassen, das hat natürlich hier einen dementsprechenden Säureabbau ergeben. Wenn wir weitersehen, dann sieht man das hier nochmals klar herausgearbeitet. Sehr hohe Säurewerte bei gelber Muscatella, sehr hohe Äpfelsäure und natürlich bei der Maischegärung entsprechend höhere Milchsäurewerte. Danke. Und auch hier nochmals herausgearbeitet bei den Phenolen. Sehr hoher Phenolwert. Gesamtgerbstoff als Kaffeesäure berechnet von 380 bis 370 bei Traminer. Das ist natürlich sehr belastend momentan beim Jungwein, wenn man das kostet. Das Ganze kann sich aber im Alter des Weines, möchte nicht so umdrehen, aber diese hohen Gerbstoffwerte bauen sich meistens also auch dann sehr samtig in den Wein ein oder stützen ihn in seiner Gesamtqualität. Schauen wir auf Kostungsergebnisse dieser Arbeit. Hier ein typisches Bild. Hier der gelbe Muscatella, Saftgärung, das sehen Sie meinen Pfeil, Saftgärung und Maischegärung, aber ganz arg ist es beim Traminer. Da haben wir wirklich Sie wollen einen Orange Wein jetzt einer intensiven ins Orange gehende Farbe erreicht. Liegt natürlich auch an den Farbstoffen, die die Sorte Traminer
von Haus aus mitbringt. Wenn man sich diese Weine anschaut, kann man sich schon auch ungefähr vorstellen, wenn man, wie das auch schmeckt. Es ist natürlich wesentlich üppiger. Die Frage war jetzt bei den Kostern, wie werden die Aromen beurteilt bei diesen beiden Aromasorten im Vergleich? Was haben die Verkoster gesagt? Wir haben hier 10 Koster gehabt, also teilweise Studenten, teilweise aber auch Fachleute aus den Abteilungen, und sehen jetzt bei den nächsten Folien die Einzelergebnisse einer gedeckten Verkostung. Gedeckt ist natürlich sehr schwierig, weil die Farbe des Weines natürlich auch hier schon ein kleines Indiz ist, was es sein könnte. Man sieht hier jetzt zum Beispiel bei der also bei der Signifikanz bzw. bei dem Wert der Fruchtigkeit wurde beim Traminer die Maischegärung als höher eingeschätzt, etwas signifikant höher als wie beim Traminer der Saftgärung. Wenn ich Ihnen über das Mikrofon sagen darf, wie die Weine für mich gewirkt haben, frisch, fruchtig, jung, die Saftgärung reduktiv durch das SO2. Und ich glaube, hier müsste man schon auch weiter mal denken, dass diese hohen SO2-Mengen, die manchmal im Jungwein genommen werden, wahrscheinlich nicht immer notwendig sind. Wir schwefeln meistens 50, 60, 70 Milligramm in den Jungwein hinein, um den österreichischen fruchtigen Typ zu kreieren. Nicht immer ist das, natürlich es verhindert den BSA, aber es ist nicht immer das, was vielleicht dann den Ausbau des Weines unterstützt, vielleicht eher hemmt. Derartige Weine, ich habe sie heute nochmals gekostet, die sind jetzt über ein Jahr alt. Gerade dieser Weintyp, auch beim gelben Muscatella, hat also eine stärkere Altersnote als wie die Maischegärungsvarianten. Also in der Ausprägung in der Nase. Schauen wir weiter zum nächsten Parameter. Sortentypizität im Geruch. Traminer mit Maischegärung hier links mit 7,42, rechts mit etwas weniger. Also auch, was aber natürlich auch natürlich verständlich ist, wenn man die Maische dementsprechend extrahiert, kommen natürlich auch Aromawerte zustande. Müsste man vielleicht sensorisch noch Steine wären da, das könnte man sensorisch abgleichen und testen. Auch bei gelben Muscatella, Maischegärung intensiver als wie sozusagen die, ich sage es immer, eingesperrte Variante durch Schwefelung und Filtration irgendwie schlank gemacht. Sortentypizität Geruch, nächste Folie zeigt dann die Gesamtqualität, da ist hier dann schon nicht mehr sehr viel Unterschied. Wir wissen natürlich, man kann den Gesamtgeschmack nicht verordnen. Es gibt Koster, die eher auf die breiteren, goldigeren, körperreichen Weine greifen, als andere, die vielleicht eher den schlanken, frischen, fruchtigen Weintyp forcieren. Also hier in diesem Fall waren also keine signifikanten Unterschiede in der Gesamtqualität jetzt sozusagen herauszurechnen. Ja, zur nächsten Folie. Hier nochmals die SO2-Werte, die Schwefelwerte des Jungweines. Natürlich haben wir bei den Maischegärungen hier kein SO2 gegeben, war auch keines nachweisbar. Die Jungweine, die mit 60 Milligramm geschwefelt wurden, haben bei der Saftgärung 16, 22, also das sind immer Wiederholungen, natürlich dann um die 60 Gesamt-SO2 gehabt. Das muss man natürlich in seiner Bilanz mitrechnen, dass schwefelige Säure in höherem Maß drinnen ist, wenn man mehr hineingibt. Das ist ja ganz logisch. Maischegärung Traminer war nichts nachweisbar, also keine SO2-Bildung, auch durch Hefen nicht. Und mit 60 geschwefelte Jungweine der Saftgärung vom Traminer haben eben
diese Werte gehabt von 28, 29 freier schwefeliger Säure bei 70 Gesamt. Das war direkt sozusagen nach der Jungen, also nach dem Abzug bzw. beim Aufrühren der Hefe. Und in der nächsten Tabelle sieht man dann die SO2-Werte bei der Füllung. Das muss ich natürlich dazu sagen, in der Mikrovinifikation ist es natürlich schon schwierig, weil man doch ein bisschen mehr Lufteinfluss hat, hier bei den Maischegärer-Varianten etwas weniger. Wir haben doch also an die 40 Milligramm SO2 gegeben bei der Abfüllung in Flaschen, weil das nur eine kleine Partie ist. Aber wenn man das natürlich jetzt anschaut, sieht man Maischegärung, gelber Muscatella um die 50 Gesamt SO2, Saftgärung, gelber Muscatella um die 70. Also das sind sozusagen bei der Abfüllung in Flaschen beide Varianten nachgeschwefelt wurden. Und dadurch, aber trotzdem, man sieht, dass die Saftgärungen tendenziell im Gesamt-SO2 höher sind. Und das sollte auch bei der Beurteilung des Weines Rechnung finden, weil doch es viele Menschen gibt, die vom SO2 her Probleme kriegen, wenn man zu viel das konsumiert. Und daher, je niedriger die Gesamt-SO2-Werte, desto bekömmlicher, das könnte man schon, was das SO2 alleine betrifft, sagen. Gut, das war jetzt also ein kleiner Überblick. Ich möchte mich da, die Frau Hess, das ist die mittlere Dame, die anderen beiden haben über andere Themen gearbeitet. Das war also eine Diplomarbeit aus dem Jahrgang 21 gemacht haben. Die Weine sind eben auch noch da, wenn das interessiert, sei herzlich eingeladen, das zu kosten. Wir haben da genügend Wein, um das also für Interessenten auch verkosten lassen zu können. Wenn es noch, ich danke für die Aufmerksamkeit und